Ja, wer es jetzt nicht geschafft hat mit dem Spenden, nachher beim Rausgehen finden Sie noch eine Spendenbox am Ausgang. Das wäre nicht das Problem. Eine andere Frage, wann haben Sie zum letzten Mal Autostraßenatlas benutzt? Oder wann haben Sie zum letzten Mal einen Brief mit der Hand geschrieben? Warum? Wieso auch? Machen wir schließlich Computer, Handy, Internet, Navi? Oder hat Computer, Internet, haben die uns? Manchmal scheint es uns ja so, wenn wir vielleicht zu lange am Computer und dann die Nackenschmerzen oder wenn wir lesen, dass die NSA eben nicht nur einzelne Personen, sondern eben ganze Länder komplett überwacht hat. Kann man da überhaupt was machen? Kann man sich schützen? Frage ich jetzt Lena Simon von Digital Courage. Herzlich willkommen, Lena. Lena, sich selber darum zu kümmern und um seine Daten im Netz und was mit diesen Daten geschieht. Ich glaube, das ist nicht verwunderlich, das ist noch kein Volkssport in Deutschland, sich selber darum zu kümmern. Aber es geht und ist auch gar nicht so schwer. Digitale Selbstverteidigung, das Stichwort. Was muss ich machen, was kann ich machen, um meine digitalen Daten zu hinterfragen? Also es gibt ganz viele Dinge, die man möglich machen kann. Manche sind ein bisschen komplexer, andere sind recht einfach. Es gibt zum Beispiel viele kleine praktische Plugins, die man im Browser installieren kann, die dann einem gewisse Privatsphäre versprechen. Man kann auch E-Mails verschlüsseln, das ist schon ein kleines Stückchen schwieriger, aber auch das ist kein Hexenwerk. Und dann kann man natürlich auch immer dran denken, gewisse Dienste vielleicht nicht zu nutzen. Wir haben schon Facebook ausgezeichnet, wir haben Google ausgezeichnet. Die Cloud allgemein ist problematisch und WhatsApp, naja, da wissen wahrscheinlich die meisten ja auch, dass das nicht ganz so günstig ist. Okay, es gibt also eine ganze Menge. Konkret wird das dann nachher auch noch, weil da, wo Sie drauf gesessen haben oder wenn Sie schon hochgenommen haben, da ist ein Flyer drin, da steht das dann auch konkret, wenn Sie sich fragen, was sind denn diese Plugins und so weiter, finden Sie alles dort. Eine Nachfrage habe ich trotzdem, Ghostery, ist das so ein perfekter Schutz, dass jemand davor, dass jemand mein Internetverhalten ausspioniert? Ghostery ist ein wunderschönes Beispiel dafür, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt und dass es ganz schwierig ist, da auch Tipps zu geben, was ist jetzt gut und was nicht. Über Ghostery haben wir uns sehr gestritten, weil die einen sehr tollen Dienst anbieten. Sie schützen uns davor, dass Google Analytics zum Beispiel, welche fast auf jeder Seite irgendwie mitlesen, dass ich da surfe, dass die das mitkriegen. Andererseits hat Ghostery dann auch wieder eigene Interessen, die nicht so ganz klar sind. Und das ist eben immer das Ding, sobald ich einer App, einem Dienst vertraue, dann muss ich dem halt vertrauen, dass er mich auch wirklich schützt. Und so ist es auch mit alternativen Suchmaschinen natürlich, die... Besser niemandem trauen? Na, das ist eben das Wichtige. Man muss hinterfragen. Man muss hinterfragen, wem vertraue ich und habe ich dafür einen Grund? Oder vertraue ich einfach blind allem, was da im Internet ist und ich klicke einfach auf alles, weil es halt geht. Und das ist eben das, was uns unmündig macht, weil in dem Moment tragen wir nicht mehr die Verantwortung für unser Handeln. Also in dem Moment, wo ich mich nicht mehr frage, ist das jetzt eigentlich in Ordnung? Kann ich denen vertrauen? Werde ich unmündig? Und dann werde ich damit auch unfrei. Entsprechend muss man immer das Gehirn anlassen. Und man kann es nicht immer wissen, hundertprozentige Sicherheit kann es nicht geben. Aber es ist ganz wichtig, dass wir uns unseres Verantwortungsbewusstseins weiterhin bewusst klar sind. Ja. Sonst noch irgendwelche konkreten Tipps in Sachen digitale Selbstverteidigung? Haben wir was vergessen? Ja, naja, es gibt mittlerweile bundesweit Kryptopartys, die, wo sich Menschen zusammentreffen und sagen, wir wollen uns gegenseitig zeigen, wie wir unsere Computer sicherer machen können. Und in dem Moment, wo ich es jemandem beigebracht habe, kann der das wieder anderen beibringen. Und so, das ist das Konzept der Kryptoparty. Da kann jeder selber organisieren. Digital Courage hat auch schon welche organisiert. Und die Hochschulgruppe von Digital Courage, die es ja auch jetzt seit ein paar Monaten gibt, und das ist zum Beispiel auch ein sehr schönes Konzept, wie man sich eben gegenseitig selber helfen kann und wie man sich auch wieder zur Mündigkeit erziehen kann. Also die digitale Mündigkeit des Bürgers ist noch nicht außer Kraft gesetzt. Wir haben hier hinten schon gesehen, das ist der Flyer, da finden Sie noch weitere ausführliche Informationen dazu. Dankeschön, Lena Simon.